Diesmal möchte ich das Video nachholen über die beiden Baureihen 74, was ich letztens nicht drehen konnte, weil ich den Decoder in der neueren Variante gegrillt hatte. Mittlerweile habe ich einen neuen Decoder, die Lokomotive fährt wieder und deswegen hole ich heute das Video nach. Bei dem älteren Modell handelt es sich um die Märklin Nummer 3095. Die Lokomotive taucht zum ersten Mal 1968 im Katalog auf. Und bei meinem Modell handelt es sich um die vierte Variante. Diese wurde von Märklin gebaut ab 1977 bis einschließlich 2003. Bei der zweiten Lokomotive handelt es sich um die Nummer 29161 von Märklin, beziehungsweise die Lokomotive stammt aus dem Startsitz 29161. Dieses wurde von Märklin ab 2009 angeboten, wenn ich das richtig recherchiert habe. Das ist eine komplette Neukonstruktion von Märklin gegenüber dem alten Modell. Hab da dann auch mit einem Digitaldecoder ausgestattet und sozusagen die nächste Generation dieser Lokomotive. Auf der linken Seite haben wir das neuere Modell, auf der rechten Seite das ältere. Und man sieht hier, dass die Anordnung der einzelnen Elemente auf dem Kessel komplett verändert sind. Wir haben hinten einen komplett anders konstruierten Kohlekasten. Ganz auffällig sind die wesentlich feineren Räder bei der neueren Lokomotive. Und zwischen den Rädern die Bremsbacken bzw. die Sandrohre. Und auch ganz auffällig an den Treibrädern oder Treibachsen die wesentlich feinere Steuerung. Und die Vorlaufachse ist auch mit einem wesentlich größeren Rad ausgestattet. Und wie bei den anderen Vergleichen, die ich schon gemacht hatte, auch diesmal hinten haben wir eine komplette Durchsicht durch den Führerstand, sodass ich denke, die Lokomotiven unterscheiden sich von der Ansicht und der Detaillierung doch schon ganz erheblich. Hier die beiden Lokomotiven dann nochmal von der anderen Seite zum Vergleich. Und hier bietet sich das gleiche Bild. In der Rückansicht haben wir dann wieder diesen völlig veränderten Kohlekasten der beiden Modelle. Die neue Lokomotive hat dann noch wesentlich feinere Lampen, hat auch einen Lichtwechsel. Die alte Lokomotive hat die Beleuchtung nur nach vorne und hinten diese Blindlampen angebracht. Und wenn wir in die Fenster schauen, dann sehen wir in der neuen Lokomotive das freie Führerhaus und in der alten Lokomotive können wir immer noch die alte Märklin-Technik erkennen. In der Frontansicht bietet sich ein ähnliches Bild. Die neue Lokomotive wirkt einfach ein bisschen feiner. Aber insgesamt muss ich sagen, dass die alte Lokomotive hier eigentlich für mich ziemlich stimmig aussieht, auch wenn sie so ein bisschen grober oder klotziger daherkommt. In der neuen Lokomotive können wir auch von vorne die Durchsicht durch den Führerstand erkennen. Man kann also hier auch komplett bis hinten hindurchschauen. Und man kann es natürlich auch in den neueren Kupplungen unterscheiden. Und in der Unteransicht können wir die komplett unterschiedliche Konstruktion des Gehäuses bzw. des Unterbaus erkennen. Rechts die alte Variante mit einem wesentlich größeren Schleifer ausgestattet. Links die neuere Variante hat die kürzeren Schleifer drin. Ich konnte aber bis jetzt bei den Fahrversuchen keine großen Unterschiede erkennen. Also der kürzere Schleifer ist nicht unbedingt schlechter, was die Stromaufnahme angeht. Und dann hier die Ansicht noch von oben. Rechts das alte Modell, man kann erkennen, dass wir so eine Trennlinie über das Gehäuse haben, wo wahrscheinlich die beiden Teile irgendwie zusammengefügt wurden. Das ist bei der neueren Konstruktion überhaupt nicht mehr zu sehen. Dafür haben wir bei der neueren Konstruktion den jetzt von oben gut sichtbaren, anders konstruierten Kohlekasten hinten, der komplett geschlossen ist. Und die kleinen feinen Nieten oben auf dem Dach sind bei der alten Variante auch noch nicht zu sehen. Und ganz typisch bei den alten Dampflokomotiven früher von Märklin, die markante Schraube. Das Gehäuse ist mit einer Schraube von oben befestigt und dann kann man das Ganze auseinandernehmen. Bei den neuen Konstruktionen ist das Ganze dann von unten befestigt. Ich habe die Lokomotiven dann wieder auf die Waage gestellt. Und das neuere Modell hier zuerst wiegt gerade mal 175 Gramm. Das fühlte sich in der Hand schon wesentlich leichter an als die alte Lokomotive. Und die alte Lokomotive dann auf die Waage gestellt, bringt es dann auf 247 Gramm. Und das sind dann gute 70 Gramm mehr. Und das merkt man auch, wenn man die Lokomotiven in die Hand nimmt, dass die neue Lokomotive ein richtiges Leichtgewicht ist im Verhältnis zu der alten Variante.
Da die kleinen Lokomotiven aber wahrscheinlich mit relativ kleinen Zügen fahren, dürfte das in der Praxis jetzt keine allzu großen Auswirkungen haben. Die vier, fünf, sechs kurzen Wagen hinten angehängt sind von beiden Lokomotiven problemlos zu ziehen. Und falls irgendeiner an die Grenze kommen sollte, dann müsste man sich hier mit einer Doppeltraktion behelfen. Hier haben wir dann die neuere Variante beim ersten Fahrversuch. Und dazu muss ich sagen, dass die Lokomotive sehr leise und gleichmäßig über die Schienen fährt, selbst bei meinen alten Blechgleisen. Und ich finde, dass die Lokomotive wirklich ein schönes Fahrverhalten hat. Und hier kommen wir dann zu dem alten Modell. Das hört sich so an, wie die alten Märklin-Lokomotiven sich früher halt einfach angehört haben. Auch ohne Sounddecoder gibt es hier ein richtig schönes Fahrgeräusch. Die Lokomotive ist also wesentlich lauter und hat auch ein bisschen gebraucht, bis sie gleichmäßig gefahren ist. Das heißt, in den Kurven bzw. auf den Bogenweichen ist sie von der Geschwindigkeit immer mal ein bisschen in die Knie gegangen. Allerdings, wie sie dann warm gefahren war, war das auch kein Problem. Dann ist sie auch völlig gleichmäßig gefahren. Ich habe die beiden Lokomotiven dann analog fahren lassen. Und wie bei den anderen Vergleichen auch schon, ist das genau der gleiche Effekt. Das heißt, die analoge Lokomotive fährt bei einer wesentlich geringeren Spannung an und die mit dem Digitaldecoder ausgestattete Lokomotive fährt zwar schön gleichmäßig, aber erst bei wesentlich höherer Spannung an, sodass es eigentlich nicht möglich ist, beide Lokomotiven auf einem Stromkreis fahren zu lassen. Und das seht ihr hier einfach in der Anfahrsequenz, die ich hier aufgenommen habe, dass das einfach nicht zusammenpasst. Die neuere Lokomotive fährt gerade an, da ist die alte Lokomotive im Grunde genommen schon mal die Hälfte der Strecke gefahren. Für mich ist das hier nicht ganz so dramatisch, denn ich bin mittlerweile hingegangen und habe meine beiden Fahrkreise elektrisch getrennt, sodass ich jetzt mit zwei Transformatoren oder digital und analoger Transformator beide Kreise komplett unterschiedlich steuern kann, sodass ich auch bei unterschiedlich schnellen Lokomotiven die Möglichkeit habe, sie einzeln zu regeln und mit ungefähr gleicher Geschwindigkeit fahren zu lassen. Und genau das werde ich jetzt machen. Das war meine kleine Vorstellung und Vergleich von den beiden Baureihen 74 von Märklin. Ich hänge jetzt noch zwei kleine Züge an und lasse die Lokomotiven noch ein paar Runden drehen. Und wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen.
So, das war's mit dem Vergleich meiner beiden Baureihen 74 von Märklin. Wenn ich was vergessen habe oder irgendwas zu ergänzen ist, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich versuche das dann nachzutragen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Demnächst gibt's wieder mehr. Und bis gleich.